Wenn wir die Zeitleiste der Menschheit betrachten, dann sehen wir Ereignisse, welche eingetroffen sind, die uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam bereits berichtet hat. In einer Sahih-Überlieferung, die bei Imam Ahmad überliefert ist, berichtet uns der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sinngemäß: Beeilt euch, gute Handlungen auszuführen, bevor 6 Zeichen der Stunde eintreffen. Erstens, die Narren werden Führer. Wenn wir die Führer dieser Welt betrachten, dann sehen wir, dass sie ihrer eigentlichen Verpflichtung nicht nachkommen. Sie haben versprochen, mit Gerechtigkeit zu walten und sich der Probleme der Bevölkerung anzunehmen, doch sie bereichern sich selbst auf Kosten ihres Volkes. Sie leben in Palästen abseits der Menschen, in Sicherheit und Luxus, während viele andere am Existenzminimum leben müssen. Wie kann es sein, dass Könige ein Privatvermögen von über 50 Milliarden Dollar besitzen, während viele in der Bevölkerung nicht einmal genug Brot und Wasser haben, um ihren täglichen Hunger zu stillen? In Ramadan essen sie aus goldenen Schüsseln, während ihre Geschwister sich fragen, ob ihr Fasten angenommen wird, weil sie nichts zu essen finden. Die Sorgen der Umma sind ihnen gleichgültig. Ein tatsächlich fähiger und gerechter Führer war Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Ihm war seine Verantwortung bewusst. Er trug die Sorgen der Umma wortwörtlich auf seinen Schultern. Wie gewohnt ging er nachts durch die Straßen, um nach dem Wohlbefinden der Umma zu schauen. Er sah eine Frau mit ihren kleinen Kindern, die weinten. Umar radiallahu anhu grüßte die Frau. Dabei wusste sie nicht einmal, wer vor ihr steht, weil er radiallahu anhu sich äußerlich von ihnen nicht abgehoben hat. Er erkannte, dass sie nur Wasser und Steine kochte, um ihre Kinder ruhig zu stellen, da sie nichts hatte, um ihren Hunger zu stillen. Die Frau beklagte sich darüber, dass ihr Herrscher sie sich selbst überlassen hat. Aus Furcht vor der Rechenschaft eilte Umar zur Schatzkammer der Muslime und holte einige Lebensmittel, die er selbst zubereitete. Das ist ein Beispiel von vielen, das uns aufzeigt, was einen fähigen und gerechten Führer auszeichnet. Er bevorzugte die Umma sich selbst gegenüber. Zweitens, es wird eine Fülle von Gesetzeshütern geben. Damit sie ihre materiellen Interessen weiterhin schützen können, investieren sie Milliarden für ihre Sicherheit. Systemkritiker, die jahrelang loyale Gefolgsleute waren, werden bei leichten Verdachtsfällen entlassen. Ihre Konten werden eingefroren und man steckt sie in Gefängnisse oder bringt sie um. Und alles nur, damit die Umma nicht aufsteht und stattdessen weiterhin zum Unrecht schweigt. Drittens, Verwandtschaftsbanden werden getrennt. Jeder lebt in seiner eigenen Welt. Anstatt sich um ihre Kinder zu kümmern, stehen Geld und Karriere im Vordergrund und Jugendliche ziehen sich in ihrer virtuellen Welt zurück. Und die Erziehung der Kinder übernehmen Rapper und Influencer. Es ist auch zu beobachten, dass Kinder nicht mehr mit ihren Eltern sprechen. Jeder ist mit seinem Smartphone beschäftigt. Ist es nicht so, dass der Einfluss der sozialen Medien dazu beigetragen hat? Kinder verlassen ihre Eltern, um ihren eigenen Traum zu leben. Und die Eltern werden vergessen und in Pflegeheimen zurückgelassen. Dabei waren es doch unsere Eltern, die uns vieles gegeben haben. Wir fanden bei ihnen Fürsorge und Geborgenheit. Hat Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht das Pflegen der Familienbande als eine der größten Verpflichtungen auferlegt? Obwohl der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam kein Muslim war, pflegte er immer eine gute Beziehung zu ihm. Selbst bei Problemen und Konflikten muss die Verwandtschaftsbande gepflegt werden. Das Trennen der Verwandtschaftsbande zählt zu den großen Sünden. Aber heute geht man wegen Geld, Erbe und Karriere auseinander. Viertens, Rechtsurteile werden gekauft und verkauft. Für Geld und Macht verkaufen sie ihr Jenseits. Sie behaupten, Allah und seinen Gesandten zu lieben, und doch verdrehen sie seine Worte, damit sie einen Vorteil für sich und ihre Gefolgsleute verschaffen. Verbotenes wird für Halal erklärt und Erlaubtes für Haram. Die Auswirkungen dieser Rechtsurteile sehen wir inmitten vieler Gesellschaften. Ob Zinsen, Zina oder Glücksspiele, alles wird staatlich gefördert, als ob es Kleinigkeiten wären. Die Gebote Allahs werden mit Füßen getreten. Subhanallah. Sufyan al-Thawri rahimullah sagte: Wohlstand ist die Krankheit dieser Umma und der Gelehrte ist der Arzt dieser Umma. Wenn also der Arzt sich selbst mit dieser Krankheit ansteckt, wie soll er die Menschen heilen? Fünftens, Mord wird auf die leichte Schulter genommen. Das Blut der Umma ist nichts mehr wert. Geld und Macht sind wichtiger geworden als das Leben eines Menschen. Wir haben das Leid der Umma so häufig gesehen, dass es zur Normalität geworden ist und es uns nicht bewegt, als ob das zum Alltag dazugehört. Wo sind unsere Herzen? Wann haben wir das letzte Mal geweint?
Vielleicht verstehen wir jetzt, dass das Morden kein Gewicht mehr hat. Dabei hat doch der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam uns gesagt, ein Tropfen Blut eines Muslims ist mehr wert als die Kaaba. Ja, er hat die Wahrheit gesprochen. Unser Blut ist mehr wert als der heiligste Ort dieser Dunya, wo jedes Jahr Millionen von Muslimen ihre Pilgerreise durchführen. Sechstens, und eine Generation, die den Koran als etwas Instrumentales behandeln wird. Sie werden einem Mann folgen, nicht weil er das tiefste Verständnis hat oder der wissendste von ihnen ist, sondern weil er für sie singen wird. Der Koran wurde uns herabgesandt, damit wir danach leben. Doch heute sehen wir, dass das bloße Rezitieren angesehener ist als das Leben nach dem Koran. Wettbewerbe und Preise, als ob der Koran ein Wanderpokal ist. Wir sehen unzählige Huffaz, die den Koran auswendig können und mit schöner Stimme vortragen, aber zu den Narren gehören, die die Umma ausbeuten und zu gekauften Fatawa schweigen und in ihren Predigten kein einziges Wort zu dem Blutvergießen der Umma finden. Andere halten den Koran hoch, rezitieren seine Worte, schwören auf ihn und doch täuschen sie die Menschen. Ohne zu wissen, applaudiert und feiert man ihre Ansprache, weil ihre Worte unsere Ohren betäuben, weil es einen islamischen Touch hat oder weil sie noch gestern den Koran vorgetragen haben. Ja, man kann uns durch schöne Worte täuschen, aber Allah subhanahu wa ta'ala kennt die Herzen eines jeden Menschen und weiß, wer die Wahrheit spricht und kennt die Lügner. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu sagt, lasst euch nicht von jenen täuschen, die den Koran rezitieren, denn das sind nur Wörter, die wir von uns geben. Schaut vielmehr auf diejenigen, die danach handeln. Der Koran wird in Tüchern aufbewahrt und als Dekoration aufgehängt, anstatt ihn in allen Bereichen des Lebens umzusetzen. Umar radiallahu anhu hat mehrere Jahre gebraucht, um Surah Baqarah auswendig zu lernen, obwohl er zu der besten Zeit unter den besten Menschen lebte. Warum? Weil es ihm nicht wichtig war, ihn einfach auswendig zu lernen. Vielmehr hat er ihn gelernt, verinnerlicht und umgesetzt, bevor er zum nächsten Vers übergegangen ist. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Nahe gerückt ist den Menschen die Zeit ihrer Abrechnung, und doch wenden sie sich in Achtlosigkeit ab.